sprechen wir darüber jetzt bei uns im Studio mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Alles in allem, hat das 9-Euro-Ticket all Ihre Erwartungen erfüllt? Ja, das ist ein Riesenerfolg. Wir haben es geschafft, ein digitales Ticket sehr schnell umzusetzen. Und vor allen Dingen haben wir ein paar Dinge verändert, verbundübergreifende Geltung des Tickets, die Menschen richtig begeistern in Deutschland. Wir haben auch sehr viele Umsteiger vom Auto auf den ÖPNV. 3 bis 4% mutmaßliche Verkehrsverlagerung, das ist enorm und zeigt, wir sind hier. Wobei, Herr Wissing, wenn ich da vielleicht kurz ergänzen darf und da reingehen darf, es gab natürlich einen etwas größeren erhofften ökologischen Effekt. Und der VDV hat jetzt eben gesagt, die Tickets wurden eher für zusätzliche Fahrten genutzt als Ersatz. Also es gab da eben nur eine sehr marginale Verschiebung. Hat man sich da nicht mehr gewünscht? Na, 3 bis 4% Verkehrsverlagerung sind nicht marginal. Jetzt müssen wir aber abwarten, was genau am Ende die Analyse ergibt. Wir haben ja eine begleitende Studie in Auftrag gegeben, die das genau analysiert. Und wenn diese Fakten vorliegen, muss man die richtigen Schlüsse draus ziehen. Klar ist, dass wir mit diesem Ticket viel Bewegung in den ÖPNV gebracht haben. Der ÖPNV ist in aller Munde. Und das war mein Ziel. Wir haben aber schon seit meinem Amtsantritt Vorstöße unternommen, um den ÖPNV zu reformieren in Deutschland. Das tagt seit dem Frühjahr eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich mit Strukturfragen beschäftigt. Jetzt wollen Sie die Beschlüsse oder die erstmal abwarten, was dabei rauskommt bei dieser Untersuchung. Wann liegen diese Fakten denn dann vor und wann wird entschieden, wie es weitergeht mit dem ÖPNV? Und vor allen Dingen, wer entscheidet eigentlich? Sie als Bundesverkehrsminister oder Christian Lindner als Bundesfinanzminister? Denn der hat am Nachfolgemodell ja schon eine Absage erteilt. Und der Bundesfinanzminister muss das Geld zusammenhalten. Das macht er auch sehr gut. Ich muss die Gesellschaft mobil halten. Und daran arbeite ich. Wir warten auch nicht ab, sondern wir haben bereits im Frühjahr eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt. Ich habe die Länder gebeten, eine Sonderverkehrsministerkonferenz einzuberufen, damit wir die Strukturfragen des ÖPNV angehen. Ich weiß aus früherer Erfahrung als Landesverkehrsminister, dass hier Reformbedarf besteht. Und mit dem 9-Euro-Ticket haben wir jetzt zusätzlich zu unserer Reformarbeit eine besondere Entlastungsmaßnahme auf den Weg gebracht, die bedingt durch den Ukraine-Krieg notwendig war. Okay, aber noch mal ganz konkret und kurz, eine Verlängerung vom 9-Euro-Ticket, die gibt es nicht. Ja, dieses Ticket ist auf 3 Monate in dieser Form begrenzt. Das ergibt sich auch aus dem Gesetz, das der Bundestag verabschiedet hat. Das wissen alle und wussten alle. Mhm. Ein solches Ticket ist für 9 Euro auch nicht dauerhaft finanzierbar. Das würde den Bund 13 bis 14 Milliarden Euro kosten. Gut, ja. Und damit alle Möglichkeiten des Angebotsausbaus beschränken. Nur, Herr Wissing, wenn es keine günstigeren Tickets gibt, dann kann eine Alternative, und Sie wollen die Menschen ja für den ÖPNV begeistern, ja nur sein, das Angebot sonst irgendwie attraktiv zu machen. Engere Taktung, mehr Busse, mehr Züge, mehr Personal. Warum gibt es bislang da keine nennenswerten Verbesserungen? Das muss gemacht werden. Wir brauchen natürlich, wenn wir mehr Verlagerung wollen, auch mehr Angebot, besseres Angebot. Dazu gehören aber auch Fragen etwa, dass man das Ticket einfacher nutzen kann. Wir sehen jetzt, das 9-Euro-Ticket begeistert viele, weil es sehr einfach ist. Wir haben teilweise aber immer noch auf den Bahnsteigen 3 verschiedene Fahrkartenautomaten stehen für unterschiedliche Tarifstrukturen. Das muss verschwinden. Wir müssen digitaler werden, einfacher werden. Auch das gehört zur Verbesserung des Angebots. Und Sie haben recht, wir müssen auch die Kapazitäten ausbauen. Wir haben ja gesehen, dass etwa während der Pfingsttage wir eine sehr starke Auslastung hatten. Und dann kommen wir an Kapazitätsgrenzen. Das Personal war extrem belastet. Die Menschen haben dort Großartiges geleistet. Aber wir sehen, es muss ausgebaut werden und daran arbeiten wir. Kritik gibt es daran, das wissen Sie auch, dass die FDP jetzt erstmal fürs 9-Euro-Ticket kein weiteres Geld locker machen will, am Dienstwagenprivileg aber festhalten will. Finden Sie nicht auch, dass das ein Widerspruch ist? Nein, weil beides nichts miteinander zu tun hat. Und das ist auch kein Dienstwagenprivileg, sondern das ist eine vereinfachte Form der Besteuerung. Aber das miteinander zu vermengen, macht keinen Sinn. Dann würde man die bisherige Dienstwagenbesteuerung verändern, würde das nicht zu einem höheren Steueraufkommen führen. Und wenn nicht mehr Geld da ist, kann man auch nicht mehr Geld für den ÖPNV ausgeben. Entscheidend ist, dass wir an den Strukturen arbeiten und nicht nur über Geld reden. Wenn man zuerst finanzielle Fragen bespricht und die strukturellen Fragen nach hinten verlagert, dann ist man nicht effizient genug. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir schon im Frühjahr diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt haben, die genau analysieren wird, was können wir strukturell verbessern und was müssen wir am Angebot verbessern. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP war das. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke Ihnen.